GoPro Hero 13 Black, MediaMod und DJI Mic 2 – ein Überblick. Die GoPro Hero 13 ist die neueste Actioncam des bekannten Herstellers und mit dem MediaMod wird sie zum vielseitigen Allrounder für Vlogger, Content Creator und Outdoor-Enthusiasten. Aber wie ist das Setup in der Praxis und was sind die Vor- und Nachteile? Das zeige ich dir hier in dem Video. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Björn alias Mo und du bist auf dem Kanal Mitrilmo und ich mache mal eine kleine Hausrunde und teste mal ein GoPro-Setting hier für mich und vielleicht auch für dich. Und zwar habe ich die Hero Black 13 am Start in dem MediaMod. Das wurde sofort erkannt, als ich die da reingesteckt habe. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Dann habe ich das DJI Mic 2 diesmal tatsächlich verkabelt an dem MediaMod und habe das Sendeteil hier mit dem Windpuschel an meinem Revers stecken. Windpuschel brauche ich heute auf jeden Fall, weil es ist total windig. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Ich habe so ein eigenes Profil angelegt. Wandern habe ich das genannt. 16:9 4K 60 FPS 8-Bit Farbtiefe, Bitrate Standard, linear mit Horizontausgleich. Habe, glaube ich, den Belichtungsfaktor um 0,5 runtergedreht. Die Lichtverhältnisse sind echt schwierig heute, weil dauernd wechseln Sonne und Wolken und es ist wie gesagt sehr windig. Hauptaugenmerk dieser Runde ist tatsächlich der Audiotest, also wie gut schneidet diese Kombination ab, insbesondere bei diesen schwierigen Windverhältnissen. Ja, viel Spaß dabei! Ich zeige dir nun die wenigen Handgriffe, um das Setting vorzubereiten. Zunächst wird die Seitenklappe der GoPro geöffnet und entfernt. Anschließend wird die Klappe des MediaMod geöffnet. Die GoPro wird nun mit der offenen Seite zuerst in das MediaMod geschoben. USB-C-Stecker und Buchse verbinden sich. Die Klappe des MediaMod wird geschlossen. Das Case des DJI Mic 2 wird geöffnet und ein Sendeteil sowie das Empfangsteil herausgenommen. Beide sind in der Regel schon betriebsbereit, das heißt eingeschaltet. Wenn es sehr windig ist, empfiehlt sich die Installation des Windschutzes. Das geht einfach und hält vor allem. Danach verbinden wir das Kabel mit dem Empfangsteil. Das Empfangsteil wird anschließend auf den Codeshoe des MediaMod geschoben. Danach kommt der Klinkenstecker noch in die Buchse des MediaMod. Die Buchse befindet sich rechts unten und ist mit einer Gummilasche abgedeckt. Damit sich das Empfangsteil des DJI nicht versehentlich vom Codeshoe löst, kann es noch verriegelt werden. Sobald die GoPro angeschaltet wird, erkennt sie das Audio-Setting. Man erkennt das an der LED-Zeige im Display. Auch das Empfangsteil des DJI Mic zeigt den Audiopegel an. Ein kurzer Test und alles ist betriebsbereit. Was auf jeden Fall schon von Vorteil ist, dass die GoPro sofort das MediaMod erkannt hat. Das heißt, da musste man nichts mehr einstellen. Einziger Nachteil in diesem Setting, also GoPro im MediaMod und obendrauf das DJI Mic 2, ist, dass das DJI Mic 2 den Aufnahmeknopf von der GoPro behindert. Aber dadurch, dass ich das Mikrofon ja hier am Revers habe, kann ich jetzt wunderbar die Sprachbefehle erstellen und die GoPro reagiert sofort. Ich schalte jetzt die Sprachsteuerung der GoPro ein. Dazu wische ich einmal nach unten und klicke hier oben das Symbol und schalte die Sprachsteuerung ein. Und jetzt ist es einfach, die GoPro zur Aufnahme zu bewegen. GoPro Aufnahme starten. Und du siehst, er legt direkt los und ich stoppe die jetzt wieder. GoPro Aufnahme stoppen. Ja, ich bin natürlich gespannt wie ein Flitzebogen, wie die Tonqualität jetzt ist, gerade bei dem starken Wind hier. Ja, das ist natürlich die eigentliche Herausforderung. Ich stehe jetzt, ich würde mal sagen, 2, 4, 6 Meter von der Kamera entfernt. Und das ist natürlich der Punkt, jetzt über ein externes Mikro aufzunehmen, weil wenn ich jetzt in die GoPro was reinschreien würde, würde man es nicht verstehen. Ich gehe jetzt mal weiter drauf zu. Wahrscheinlich werden sogar mehr wie 6 Meter gewesen sein. Boah, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man hier überhaupt irgendwas hört. Es ist super windig und wenn ich mich nicht beeile, werde ich auch noch super nass werden. Kommen wir mal zu den Vor- und Nachteilen des Settings. Vorteile: verbesserte Tonqualität. Die integrierten Mikrofone und der Anschluss für externe Mikrofone machen einen großen Unterschied für Audioaufnahmen. Besonders bei Vlogs oder Interviews im Freien ist der klare und saubere Ton ein Vorteil. Zusätzliche Anschlüsse. Der HDMI-Ausgang ist ideal für die direkte Verbindung auf externen Monitoren. Und die Codeshoe-Halterung bieten Flexibilität für weiteres Zubehör, wie zum Beispiel Funkmikrofone. Vielseitigkeit. Mit dem MediaMod wird die GoPro Hero 13 zu einem leistungsstarken Werkzeug für Content-Creator. Egal ob YouTube, Social Media oder professionelle Aufnahmen, die Möglichkeiten sind vielfältig. Nachteile.
Größere und schwerere Bauweise. Durch den Mediamod wird die Kamera deutlich größer und schwerer. Für Puristen, die eine minimalistische Actioncam schätzen, könnte das ein Nachteil sein. Kosten. Der Mediamod ist eine zusätzliche Investition, die nicht jeder braucht. Für gelegentliche Nutzer könnte die Standard-GoPro ausreichen, während der Mediamod vor allem für Content-Creator von Vorteil ist, die Wert auf guten Ton legen. Wetterschutz. Der Mediamod ist nicht wasserdicht, was bedeutet, dass man ihn für Unterwasseraufnahmen oder bei starkem Regen abnehmen muss. Fazit. Die GoPro Hero 13 in Kombination mit dem Mediamod ist eine hervorragende Lösung für all jene, die ihre Kamera als vielseitiges Produktionswerkzeug nutzen möchten. Trotz einiger Nachteile wie der eingeschränkten Wasserfestigkeit und dem größeren Format überwiegen für mich die Vorteile für das Vlogging. Ich zeige dir jetzt mal, wie das funktioniert, die GoPro Hero 13 mit dem DJI Mic 2 über Bluetooth zu koppeln. Also einmal die GoPro anschalten. Ich nehme jetzt ein Sendeteil raus und aktiviere dort den Bluetooth-Empfang. Das ist ein Koppelmodus. Gehe hier auf die Aktion Gerät koppeln. Er findet das DJI. Und hat die Verbindung hergestellt. Und du siehst da unten schon, zeigt er, dass er was empfängt. Also easy peasy und vor allen Dingen beim neuen Einschalten ist sofort die Verbindung auch wieder da. Ui, ist es wirklich schon so spät? Schnell hat sich die Uhr gedreht. Worte klipp und klar, finden Platz im Kommentar, einen Daumen hoch, ein Abo da, die Glocke bimmelt wunderbar. Vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse. Ich gehe jetzt heim, hoffentlich noch trocken und halt die Füße still. Bleib gesund und munter. GoPro-Aufnahme stoppen. Ein Problem haben wir jetzt in dem Setting, und zwar verdeckt das DJI Mic 2 den Aufnahmeknopf von der GoPro. Lässt sich dadurch beheben, dass man die GoPro mit der Sprachsteuerung aktiviert oder eine Fernbedienung nutzt. Natürlich könnte man hier auch den zweiten Code schon nehmen, um das DJI Mic 2 zu installieren. Da ist das Problem aber, dass die Wulst quasi auch eine Installation verhindert. Also ist das schon eigentlich das beste Setting? Ja, entweder Fernbedienung oder eben Sprachsteuerung. Da man in der Regel das kleine Sendeteil direkt am Revers hat, ist das mit der Sprachsteuerung natürlich überhaupt kein Problem.